Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Jeanette und ich freue mich ganz riesig, dass ihr mich wieder eingeschaltet habt. Auch dieses Jahr heißt es wieder 22. Internationales Ostblock-Treffen in Büdnitz und dazu habe ich mich hier eingefunden, um euch mit teilhaben zu lassen. Ich wünsche euch sehr viel Spaß dabei. Heute gibt es eine Menge zu sehen und deswegen beschränken wir uns mal bezüglich der Fahrzeugvorstellung nur auf Fahrzeuge, die man sonst nicht auf jedem Treffen sieht. Und ein so ein Fahrzeug ist natürlich der MAS 503. Der ist richtig selten geworden. Gebaut wurden diese Fahrzeuge von 1965 bis 1977. Hier zu sehen als Tanker und ausgestattet war dieser LKW mit dem JAMS 236, den wir ja schon als 238er aus dem Gras kennen. Nur hier hat man zwei Zylinder weggelassen, somit ist es ein V6 Viertakt Dieselmotor mit 11.150 Kubik Hubraum und 180 PS. Jetzt findet gerade eben hier die Fahrzeugparade statt und wir schauen ganz einfach mal zu. Thank you.
148 und mich hat schon als Kind der Sound des luftgekühlten V8 Diesels fasziniert, also dieses Pfeifen, und wenn man das gehört hatte, wusste man genau, das ist ein Tatra 148. Diese Fahrzeuge wurden gebaut von 1968 bis 1982. Die Nutzlast betrug 15 Tonnen und die Motorleistung lag bei 212 PS. Der RGW hatte ja damals beschlossen, dass Tatra geländegängige LKWs ab 12 Tonnen produziert, aber man muss ganz ehrlich sagen, auf Straßen der DDR hat es den Tatra 148 kaum gegeben, außer vielleicht mal im militärischen Bereich. Ein wohl sehr interessanter Traktor ist der ZT403, rein optisch erstmal zu erkennen an der sehr langen Schnauze. Darunter werkelt natürlich der bekannte Schönebecker Sechszylindermotor, und dieser Traktor wird häufig als Serientraktor bezeichnet. Das war er aber nicht gewesen. Es gab nur wenige Exemplare davon, die im Rahmen eines Sonderumbaus entstanden sind. Warum man hier allerdings einen luftgekühlten Schönebecker verbaut hat, das kann ich euch leider nicht erklären. Ich bin davon ausgegangen, dass dieser Traktor einen wassergekühlten hat. Wäre meiner Meinung nach auch die bessere Lösung gewesen. Zur Geschichte dieses Traktors kann man sagen, dass man bereits schon Ende der 1970er Jahre Prototypen entwickelt hatte mit dem Sechszylinder Schönebecker Motor. Allerdings war es ja so gewesen, dass es RGW-Beschlüsse gab, dass Traktoren mit über 100 PS Leistung nur noch die UdSSR produzieren darf, und deswegen hat man dieses Projekt erstmal eingestellt, auf Eis gelegt. Aber im Umkehrschluss muss man sich ja fragen, welche Traktoren mit über 100 PS Leistung kamen denn aus der UdSSR? Da fällt nur der K700 ein, und das war ein Schlepper gewesen. Den hat man dann immer missbräuchlich eingesetzt, wenn eben halt der
ZT300 oder 313 nicht mehr gereicht hat. Und es hat ganz einfach die Lücke dazwischen gefehlt und das wäre eigentlich dieser Sechszylinder ZT gewesen, aber dieser durfte natürlich nicht offiziell produziert werden und deswegen hat man das genauso gemacht wie Fleischer, dass man gesagt hat, man kauft alte Traktoren auf, die man ausgemustert hat und baut die dann um. Und dann darf man natürlich den größeren Motor einbauen. Das ist sozusagen keine Neuproduktion und genauso hat man das hier auch gemacht. Dieser Traktor wurde also 1981 im Betrieb 2 des VEB-Kombinats Fortschritt Landmaschinen Neustadt in Sachsen umgebaut aus einem alten ZT300. Die Initiative bzw. der Antrag kam vom VEG Zingst, also volkseigener Staatsbetrieb in Zingst, welche ganz einfach leistungsstärkere Traktoren benötigten und dem wurde dann im Rahmen dieser Kooperation zugestimmt. Ausgestattet hatte man natürlich den ZT403 auch mit der Vorderachse und den Bremsen des W50, hat man aber dann auch später beim ganz normalen ZT gemacht. Eine Schneefräse vom Typ Ziel 157 mit D470 Aufbau und liebevoll wurde diese Schneefräse immer genannt Det Moros und das heißt so viel wie Großfederschen Frost. Ausgestattet war diese Schneefräse mit dem U2D6-S2, später gab es dann nochmal den C3 und den C4. Und das ist, wer sich auskennt, ein halber T34-Motor mit einer Leistung von 175 PS und einem Hubraum von knapp 20.000 Kubikzentimetern. Diese Schneefräse war im Großraum Rostock eingesetzt gewesen und sicherlich auch im Katastrophenwinter 1978-79. Aber auch hier im Erzgebirge habe ich damals zu DDR-Zeiten diese Schneefräse ist schon mal im Einsatz gesehen und das ist schon ein richtig gigantisches Teil.
Damals war es ein gewohntes Bild auf der Straße, der Skoda Leaz 706 RTK als Müllfahrzeug oder Aschefahrzeug. Die Leistung des Fahrzeugs betrug 160 PS und dieses Fahrzeug speziell war immerhin noch bis 1990 im Stadtgebiet Schwerin im Einsatz. Sogar die verzinkte Mülltonne aus DDR-Zeiten ist noch mit dabei, also ich finde das immer sehr schön und interessant, wenn man vor allem solche originelle Fahrzeuge, die man früher gekannt hat, wo man sich eigentlich heute kaum noch dran erinnern kann, hier auf solchen Treffen mal wieder sieht. Und noch ein Sonderfahrzeug möchte ich euch vorstellen, das ist ein W50 mit Aschecontainern. Damals hat man ja noch mit Kohle geheizt, auch zum Teil Krankenhäuser, die waren ja nicht alle an die Fernwärme angeschlossen gewesen. Man hatte also die Heizhäuser und dort hat man dann diese Container aufgestellt und da kam eben die Asche rein, statt jetzt 10 Mülltonnen aufzustellen. Diese Container gab es auch noch mit doppelter Größe dann für den Müll. Thank you.
eigentlich ein ganz normaler Garant 30K, zumindest auf den ersten Blick. Wenn man sich mal das Fahrwerk genauer anschaut, dann fallen einige Details auf, die eher auf einen Granit 27K schließen lassen. Und wenn man dann dieses Schild am Heck betrachtet, dann kann man sich natürlich einiges erklären. Es handelt sich also um einen Garant K30. Die K32 bedeutet, dass das Fahrzeug mit Dieselmotor ausgestattet wurde und das Baujahr wird mit 1952 angegeben. Das ist natürlich ziemlich verwirrend, aber das klärt sich auf, wenn man den Werdegang in der DDR kennt. Tatsächlich war dieses Fahrzeug mal ein Granit 27. Man hat aber dann später im Rahmen der Grundinstandsetzung dieses Fahrzeug neu aufgebaut, bekam also ein neues Fahrerhaus, neue Technik, einen neuen Motor und somit hat man dann diesem Nutzfahrzeug ein zweites Leben geschenkt und hat obendrein noch wichtige Rohstoffe eingespart. Ja, jetzt nochmal zu deiner. Und dass man die Fahrzeug nicht anzieht, der sitzt drinnen wirklich in einem riesengroßen Raum. Er hat wirklich hinten einen. Und als Schrottpresse, um den Finger wieder günstig abgeben zu können. Und wie gesagt, das sind ja nur 12 Tonnen. Also 12 Tonnen sind nur zu viel. Nee. Kann man nicht mal wieder machen. Allerdings. Aber der Rundweg hat ja dann sogar 42 Tonnen. Da wäre das Auto jetzt wahrscheinlich viel besser gewesen. Ja, natürlich. Ne? Das ist ganz klar. Ne? Mit 12 Tonnen und dann eben durch die Ketten. Ne? Der Rundweg ist natürlich auch noch nicht gering, dafür gibt es ja diese Kettenfahrzeuge. Beide Ketten in der Luft drehen. Ja. So, pass auf, wir haben aktuell. War super! Aber wir haben was.
Applaus für Applaus für den Gigabit-Betrag. So, jetzt haben wir ruhig. Ich würde mal sagen, so ein Ford Mondeo ist ein sehr stabiles Fahrzeug und vor allem auch dieser Aufprallträger vorn hat sich in keiner Weise verformt. Ja, ich weiß, da blutet einem das Liebhaberherz, aber ich möchte euch die Bilder nicht vorenthalten. Auch so etwas gab es zu sehen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch niemals ein so stark korrodiertes W50-Fahrerhaus gesehen, geschweige denn L60-Fahrerhaus. Wenn man bedenkt, dass das Fahrzeug so circa 35 Jahre alt ist, dann ist das schon ziemlich krass. Aber das ist natürlich auch letztendlich dem Reizklima an der Küste geschuldet. Also die Luft mit sehr hohem Salzgehalt und die letzten L60 wurden ja auch ohne Konservierung jahrelang gefahren und das ist dann das Resultat. Also das Führerhaus ist nicht mehr kostengünstig zu restaurieren, aber der Rest, das Fahrgestell, ist eigentlich noch top. Was ist denn da?
Im Gegensatz zum Mähdrescher E512 sieht man den Spatmäher E303 recht selten und deswegen möchte ich gerne dieses Fahrzeug hier mit erwähnen. Eigentlich ist das vom Grundtyp her ein E307, aber als Komplettsystem, als Spatmäher sozusagen, hat man die Bezeichnung E303. Der wesentliche Unterschied beim Grundtypen ist, dass das Heck hinten raus, also wo der Motor sitzt, länger ist, damit man sozusagen das Kippmoment etwas auspegelt. Motormäßig hatte man anscheinend im IFA-Fortschrittkombinat keinen passenden Motor in Bauform, Größe und Leistung zur Verfügung und deswegen setzte man im Rahmen der Kooperation auf den Motor aus dem Minsker Traktorenwerk mit der Bezeichnung D-242 und die Kenner wissen natürlich, das ist der Motor, welcher auch im Belarus MTS 50 52 verbaut wurde. Zum Einsatz kamen dann natürlich neu entwickelte Hochleistungsschneidwerke, wie zum Beispiel das E025B mit einer Schnittbreite von 5,11 m. Das Saatgut kann als mittel-, breit-, seiten- oder Doppelschwad abgelegt werden. Da ich gerade diesen Trabant 600 hier sehe und einige immer fragen, wie weit denn eigentlich mein Projekt schon ist, hier ein paar Bilder zum aktuellen Stand. Ja, im Sommer passiert nicht allzu viel. Ich bin die meiste Zeit mit dem Wohnmobil auf Reisen, also restaurieren eigentlich nur im Winter und da gebe ich eigentlich dann richtig Gas. Ja, aber trotzdem denke ich mal, ist das Fahrzeug schon etwas gereift und ich denke mal in dieser Saison wird es noch fertig, so dass ich im Winter gar keine Arbeit mehr dran habe? Naja, noch die Hauben einbauen, die Innenausstattung und der Motor läuft. Zum Abschluss die Fahrt im Icarus 211, welcher bekanntermaßen mit dem W50 Motor ausgestattet ist. Ja, im Innenraum ist es akustisch ganz angenehm. Man hat auch nicht diese typischen Vibrationen. Ist natürlich auch klar, der Motor befindet sich ja nicht neben dem Fahrer, sondern im Heck und da übertragen sich dann die Geräusche und die Vibrationen dann doch nicht so nach vorn. Außerdem ist das Fahrzeug natürlich noch wesentlich besser gedämpft.
Jemand? Ja, das soll's gewesen sein. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten, für die Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte den Daumen nach oben. Abonniert gerne meinen Kanal. Es kostet euch nichts und ihr verpasst kein neues Video. Ansonsten sage ich ciao, bis zum nächsten Mal.